Tinnitus Held, willkommen zu deinem 5-Minuten-Coaching vom Tinnitus zum Held oder zur Heldin. Bestehend aus meinen persönlichen Erfahrungen für dich, zweitens aus einem Stand-Up-Coaching für dich und drittens aus einer Heldenbotschaft, also einem Schlüsselsatz, der verändern helfen wird. Ich denke, es ist eine Pein, Tinnitus, ein immerwährendes Geräusch im Ohr zu haben, wenig angenehm, immer ein Ton im Ohr zu spüren, das ist natürlich sehr unangenehm. Ich denke, du hast hohe Nehmerqualitäten, kannst ganz viel einstecken und bleibst auch einer Sache treu. Doch jetzt, klar, sonst würdest du dieses Video nicht anschauen, wird es langsam zum Problem. Denn du bist dir selbst nicht mehr treu. Du erzählst dir selber viel zu oft etwas, was du eben nicht änderst. Du tust es nicht, du packst es nicht an. Und du kannst im Grunde genommen deine eigene Verurteilung schon nicht mehr wirklich hören. Die Lösung? Verändere deine zwei Problemzonen. Erstens, die Gummibänder deiner Vergangenheit, alte Erfahrungen und Erlebtes, alte Energien ziehen dich immer wieder zurück. Zweitens, deine Gegenwart, das, was du über dich im Jetzt denkst. Meist sind es negative und selbstverurteilende Gedanken. Ich muss perfekt sein, ich schaffe das nicht, ich bin es nicht wert. Meine Erfahrung, wenn du diese beiden Problemzonen in den Griff bekommst, dann musst du dir über deine Zukunft überhaupt keine Gedanken machen. Ich habe hier mein Stand-Up-Coaching für dich und deine Kinderseele etwas zusammengefasst. Was glaubst du über dich bei diesem Thema Tinnitus? Wenn du weißt, was du glaubst, was ist deine größte Angst, deine größte Befürchtung? Vielleicht magst du das alles ein bisschen aufschreiben. Wenn du diese Angst benennen kannst, wie verhältst du dich dann? Und wenn du dein Verhalten, dein Tun kennst, woher kennst du das aus deiner Kindheit? Das ist die Rückschau, die Religio. Und was hättest du damals benötigt? Und jetzt wird es spannend. Wenn du dir das gibst oder geben könntest, was du damals gebraucht hättest, was verändert sich? Mal ganz tief durchatmen und mal spüren, was du wirklich brauchst. Und jetzt noch eine neue Heldenbotschaft für deine Kinderseele. Spreche diese Sätze am besten immer laut aus, dann wirken sie am allerbesten. Ich lade dich ein, sie einfach immer wieder auszuprobieren. Und diese Heldenbotschaft heißt, ich höre jetzt auf mich, ich entwickle Mut, Neues anzugehen. Ich rede nicht nur, ich verändere auch. Echte Ergebnisse anstatt nur Erlebnisse. Ich setze mich jetzt mit den Dingen, die mich beschäftigen und auch den Menschen, die mich einschränken, auseinander. Und was ich mir bisher nicht getraut habe, werde ich jetzt endlich ansprechen. Und vielleicht, wenn ich diese Sätze sage, kannst du schon bemerken, was in dir passiert. Ergänze diese Schlüsselgedanken, diese Heldensätze immer wieder für dich. Kreiere sie, gestalte sie immer wieder neu und du wirst merken, sie gewinnen eine ganz enorme Kraft für dich und deine Veränderung. Ich hoffe, ich konnte dir den Anstoß geben, über das Thema Tinnitus neu nachzudenken. Wenn du nicht weiterkommst, kontaktiere mich gerne. Logisch, natürlich, unverbindlich und kostenfrei. Eben echte Ergebnisse anstatt nur Erlebnisse. Danke für dich, danke, dass du dieses Video betrachtet hast. Tschüss.